meinen eigenen Weg. Oh, hä? Ayaka, Chisato! Da sind sie, Ai und Ayaka. Traveler Paimon, nice to see you again. Welcome back to Inazuma. Ach so, das ist die Prinzessin, wo wir dann das Gesicht gemacht haben. Weißt du es noch, Eike? Hä? Wo wir dann festgestellt haben, dass sie sich in diesen Samurai-Wächter-Typ da verknallt hat. Nein, der Samurai-Wächter-Typ hat sich in sie verknallt und sie liebt aber den Typen mit der Brille, der gegen den Shogun gekämpft hat. Und verloren hat, ja. Genau, und wir dann das Gesicht haben gemacht haben, das, oh, weißt du es nicht mehr? Und dann so, why are you still here, just to suffer? Weißt du den Gag nicht mal, den ich eingebaut habe? Ja, ich weiß. Ja. Nice to see you too, Ayaka. Actually, we've decided to enter the Warrior Spirit Sword Fighting Exhibition. We heard you two were making preparations on Rito, so we thought we'd come and check things out. What a coincidence. We just finished talking about the Archon's Emissary and whether the Traveler would be interested in the exhibition. Warte. And now here you are. Ja? Ja, wer ist das? Das ist hier. Sag jetzt nicht, dass das Shisato ist. Will den VA wissen. Ach, den VA? Achso, du machst jetzt, hä? Ich dachte, du meinst jetzt hier von den Namen. Das ist doch... Oh, wie war das jetzt nochmal? Ich hab's doch den Namen... Die du hast sie sogar im Team, du Spacken. Kamisato Ayako. Nee, Quatsch. Das ist ja... Ayako steht da daneben schon. Warum sollst du nochmal reden? Das ist Ai. Ja. Alter, das ist nochmal Ai. Ja, ja, ja. Ach so, deswegen hast du vorhin auch gesagt. Deswegen hast du vorhin auch gesagt, ja, Ai. Ja. Dechan ist Autist. Er schaltet nicht so lange. Er vergisst Sachen. Das ist beleidigend. Es ist aber die Wahrheit. The Archon's Emissary? What's that? Oh, you've never heard of it? Didn't you come rushing back to Inazuma because of Miss Ayaka's letter? Sie spricht nur ein bisschen höher. Letter? What letter? Wie kriegen wir Briefe? Haben wir einen Briefkasten? Never mind that now. Paimon, you were asking about the Archon's Emissary? Yeah, what's that? The Archon's Emissary has a special responsibility in the Warrior Spirit event. However, it's hard to describe without touching on the origins of this event. Ja gut, dann erzähl mal. Wir haben ja Zeit. Warrior Spirit originated from ancient Inazuman legends. It is said that a long time ago, the martial artist who was crowned champion would be granted the special honor of meeting and engaging in a sword duel with the almighty Shogun. Ist ja die Frage, haben die das dann am Ende überlebt? However, the almighty Shogun was far more powerful than any human being. In a direct confrontation, the duel would be over in an instant. Therefore, the almighty Shogun would send one of her familiars as an emissary to the martial artist, who would then provide assistance and protection in the fight against the Shogun. Ah, so, also ist das einfach nur, der Vertreter einfach nur gemacht worden, das Pferd zu halten, nicht wahr? Because the almighty Shogun decided to convey her skills and the will to protect the citizens of Inazuma through the form of martial arts, seine the duel was then aptly named Warrior Spirit. Seine. Der allmächtige Shogun. Ich weiß, es klingt im Deutschen falsch, aber es gab auch weibliche Shogunen, warte. Es gab auch weibliche Shogunen. Im Echt oder jetzt? Und dann hat man... Ja, in Echt. Ich suche ganz kurz, wir machen mal kurz einen Schnitt. Ich suche mal... Ich google mal schnell einen weiblichen Shogun. Du hast sie? Ja. Da. So, es ist Lady Saigo. Hat von 1552 bis 1589 geherrscht. Ganz schön lange. Oder hat gelebt zu der Zeit, also ist nicht sehr alt geworden, das Mädchen. War auch bekannt als Oi. Oi, also Oi, Oi. Muss ja wissen, wie man es ausspricht. Und war. Ja, und war ein Shogun. Bei der männliche Shogun gestorben ist, oder warum war das so? Das könnt ihr selber nachlesen im Wiki-Artikel, aber ich wollte nur mal kurz erwähnt haben, dass es auch weibliche Shogune gab. Das gibt eine Auswahl von der Regel. Da gab es later, einige sogar. The event evolved into a competition that focused on the art of swordsmanship, and the tradition of a duel with the divine has been retained as the final exhibition match of the competition. This final match allows later generations to understand the origin of warrior spirit and the meaning of martial arts. Wow, sounds like a pretty important event. Yes. Nowadays, the Danke. Almighty Shogun won't attend the sagst. Exhibition match in person, but she will still send a special envoy to fight on her behalf to display her divine strength. Um es so zu sagen, ein Shogun ist letzten Endes nur ein Militäranführer, ein General,
natürlich, wie alle sich das denken können. Und in gewisser Weise, ja, Liyue ist eine, wie heißt es, eine Wirtschaftsherrschaft, irgendwas sowas, keine Ahnung. Also, weil Zhongli ja ständig die Gesetze und die Preise und so weiter ändert, dass Familien wie die von Kürching plötzlich pleite sein könnten, wenn die Sachen nichts mehr wert sind. Irgendwie eine Wirtschaftsdiktatur sozusagen. Ein Feudalsystem. Ich weiß es gerade nicht, was Liyue ist, aber Kommunisten sind sie auf jeden Fall nicht. Und Inazuma ist eine Militärdiktatur. Sollte man sich immer vor Augen halten. Wer das mächtigere Militär hat, beherrscht auch das Land. Ja. Oh du, da stellt mir eine Frage noch schnell, Maike. Ja. Wenn der Shogun nicht der oberste Herrscher im Land ist, sondern noch unter. Der oberste dann der Kaiser, ja? Als wir es von Japan ausgesehen. Da stellt man sich die Frage, ist das ja hier die Ausnahme, dass es einen Shogun gibt, oder gibt es da vielleicht noch jemanden über ihr? Nein. Sie ist der reine Shogun, die Göttin. Selbst wenn es ein Kaiser, da Ayaka die Prinzessin genannt wird, ist es wohl ziemlich wahrscheinlich, dass die Eltern von ihr, beziehungsweise sie, die Kaiserin von Inazuma ist. Ah. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch einfach nur ihr Titel, weil sie ein hübsches Mädchen ist. Ja, gefährliches Halbwissen. Aber könnte natürlich sein, dass Ayato und Ayaka Kaiser und Kaiserin von Inazuma sind. Genau, können wir als Genshin-Theorie dann taggen das Ganze hier. Okay. Jetzt einfach gefährliches Halbwissen, ganz einfach. Ich weiß es gerade nicht. Of course. The role of the martial artist goes to the winner of the competition, and the divine familiar will be fulfilled by a true swordsman, a role also known as the Archon's Emissary. This time, I will be fulfilling the role of the Archon's Emissary. Oh, so that's what this is all about! Paimon gets why this competition is so popular now! After all, Ayaka is popular among the citizens of Inazuma! Deswegen ist so beliebt, wir wollen alle gegen Ayaka kämpfen, genau. Paimon's right. Though the Shirasagi Himegimi attends some festival ceremonies from time to time, it's not often that we get to see her excellent swordsmanship up close. Wir wissen zumindest auch, dass sie ist besser als ihr Bruder. Ach ja? Ach ja. Echt? Ah, wir wissen ja zumindest, dass sie sehr gut auch Fächertanz beherrscht. Und das The Almighty Shogun ja. said that this time we need to host a competition aimed at the public and recruit a powerful ambassador to promote it. With Und that deswegen? In mind, Ayaka was appointed as the Archon's emissary. Und deswegen haben alle gesagt, habe ich den Spitznamen bei einer guten Streamerin erfunden, Kreativgeist, Grüße gehen raus, dass Ayaka auch Schmatzöckchen genannt wird. Schmatzöckchen? Ja, weil sie geht mit den nassen Socken nach Hause in den Schuhen. Ah, deswegen platsch, 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 platsch. Und dann so, das war's doch nicht wert. Oh, and by the way, this is Onodera from Yai Publishing House. He specializes in organizing events and was sent to assist us. He was the one who suggested that Ayaka be the Archon's emissary. Oh, hat Yai etwa auch ihr Pfoten hier mit drin? In addition, Immer. He proposed two strategies to increase the popularity of the competition. Expanding the target audience and increasing word of mouth. His ideas have been most effective. Wenn du in die Büsche kackst, dann weiß Yai, wo du hingeschissen hast. Das ist eine sehr eklige Analogie. Es ist keine eklige Analogie. Sie sagt bei ihrer Ulti, I'm always watching. Sie ist in Verbindung mit dem verdammten Sakura-Baum. Die kann alles sehen. Die weiß ganz genau, was vor sich geht. Sie hat also den Elementarblick über die ganze Welt. Sozusagen. Nicht über die Welt, über Inazuma halt. Wow. Die ist immer noch der Fox Those ideas sound pretty professional, but, what do they actually mean? Well, expanding the target audience means getting more people involved in the competition. Lernen Sie jetzt hier Marketing oder was? Previously, yeah. competitors were required to be practitioners of one of Inazuma's schools of swordsmanship. However, this time, the requirements are different. Anyone who has a passion for martial arts can participate, regardless of nationality or status. Ditschan, ich will dir nur eines sagen. Wäre Ai
lange, lange, was weiß ich, 3 Jahre in dem Reich eingesperrt gewesen mit dem Shogun. Also 3 Jahre in-game und was weiß ich, 15.000 Jahre da in diesem Reich. Ja. 3 Jahre später mit Yae als Stellvertreter, als Acting Shogun, die hätte das Land in eine Tourismusfalle verwandelt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Die meisten Sachen, die sie macht, macht sie nur im kleinen Rahmen. Dass sie diese Lesbengeschichte mit Shogun und Kitsune Gucci macht zum Beispiel. Wo dann die Lippen von der Shogunin, wie heißt es, süß schmecken. Natürlich hat sie das gefüttert. Die eine, die andere. Natürlich weiß man, wer von den beiden gemeint ist. Oder welche beiden da gemeint ist. Jeder weiß das. Und würde Ai das wissen und würde Yae das öfter machen, dann würde Yae aber einen Arsch voll kriegen, der sich gewaschen hat. In sich steht sie noch drauf. Die hat Angst. Die hat in gewisser Weise Angst vor Ai, weil sie weiß, dass sie niemals zu weit gehen kann. Und auch niemand, es ist immer in schönen, gesunden Dosen machen. Niemals übertreiben, weil ansonsten gibt es hier das Ass-Whooping des Jahrhunderts. Dann schießen die Donnerkugeln runter. Da wird nichts aus ihrem Plan. Dass das Ai da so böse geguckt hat auf dem Ding, das hat sie dann doch zurückrudern lassen. Ja. Man, packt niemals Ai ab. Emotional instabil, das Mädchen. Ja, da werden da nichts mehr aus ihren Plänen hier Inazuma-Land draus machen. Some combat regulations have similarly been adjusted. Weapons are no longer limited to one-handed swords. Any close-range weapon that meets the length and weight requirements can be used. Aha, da war es vorher also, wie heißt dieser Simulator, wenn man dieses Beat-up-Spiel mit Samurai-Schwertern, wo man mit einem Treffer einen Gegner besiegen kann? Egal, weiter. Ich hab den Namen vergessen. Und jetzt ist es Soul Calibur. As for increasing word of mouth, in my personal experience, the most effective method is to hold a vote. That's right. In the past, it was the almighty Shogun who decided what the Archon's emissary would wear in the exhibition match. But this time, with support from the almighty Shogun, we'll be giving that choice to the audience. Demokratie? Das geht gar nicht. People can vote on one of the 4 seasonal styles, such as cherry blossoms or autumn leaves. Miss Kamisato will wear whichever outfit receives the most votes. Although voting won't begin until the day of the competition, my retainers have already been speculating on which theme will win. These plans are only possible because Miss Kamisato agreed to be the Archon's emissary. I know this must be a lot of pressure for you, Miss Kamisato. No, not at all. It's an honor for me to have an opportunity to promote the sword arts. If anything, it's your dedication to the event that everyone will appreciate. Ach, sie ist so nett. You flatter me, Miss Kamisato. Now then, I must get back to preparing some final details regarding the vote. So please, excuse me. Tschüss, Karamush. Ja, ich wusste doch, dass ich ihn irgendwo erkenne. Traveler, Paimon, now that you're here, Miss Chisato and I can show you around the competition venue. That'd be great! Let's go! So, jetzt gucken wir uns aber kurz mal die Arena an und dann müssen wir mal Schluss machen. Hui! Hörst du auf, dem Mädchen unter den Rock zu gucken? Das ist Zufall. Außerdem ist sie eine Oma. Sie ist eine. Sie benimmt sich auf wie eine Oma. Weißt du, was sie macht? Sie schenkt Conny Süßigkeiten. Wie eine Oma kriegt sie ihr Süßigkeiten. Ist das dann wie bei. Ist das dann wie bei Bart Simpson, so ein Klumpen? Ja, Jungs mögen doch Bonbons. Ich hol mal das Jod. Ja? Ah ja, mit ihren, wie heißt das? Mit ihren Mosaik. Lampenschirmrock. Wirklich aus wie so eine Lampe, die ich mal kannte. Wow! Now this is an arena! Oh, Paimon had no idea the Outlander Affairs Agency would have a place like this! Es sieht von außen. In jedem anderen Spiel würde da oben auf dem Balkon richtig viele Leute stehen. Ja, aber es sieht von außen kleiner aus als von innen. Vielleicht haben sie einen Fahrstuhl genommen. Kann auch sein. Oder es ist wie die TARDIS. This is the indoor training area for the Konjo Commission. It's thanks to Miss Chisato that we were able to use this venue. Das würde auch diesen ganzen Nebel drumherum erklären hier. Irgendwie was Magisches. Ich hasse die TARDIS. Ach was, warum denn? Stehst du nicht auf Polizeiboxen? Nein.
Nein, ich will, dass das Ding, mal eine ordentliche Form hat und mal die richtige Form annimmt. Das sieht aus wie eine riesige Kristallkugel. Eigentlich, aber das fällt auf. Außerdem ist der Scheißdoktor viel zu mächtig. Das ist halt so, er kann alles. Und er kann alles, wenn er es machen muss. Und wenn er es nicht kann, kann er es trotzdem. Der hat Plot-Armor, meinst du? Langweilig. Das ist zu langweilig. Ja, und immer nur England. Naja, gut, es wird ja auch da produziert, macht Sinn. Ja, Tipp an euch, Leute, guckt Pluto.tv, da könnt ihr einen Stream gucken. Obwohl, nee, Doctor Who-Stream gibt es, glaube ich, nicht mehr. Der ist, glaube ich, da sind wahrscheinlich die Rechte wieder abgelaufen. Aber der Rest ist ganz gut. Nickelodeon und so, ne? Oder weiß George Frakes. Ich meine, was du die ganze Zeit nachmittags machst. Ach, Quatsch, nee, das mache ich unterwegs. Auch weiter. Das kostet ja Internet-Verbindung, Geldkosten, bla. You're very welcome, Miss Hayaka. I'm only happy I could help. Oh, Chisato, what's that over there? Das ist ein Essensautomat. Oh, kann ich was haben? Gib mir Geld. Oh, that? Well, it's... Traveler, do you have a moment to talk? Was jetzt? Wo? Hast du es gesehen? Wo jetzt? Wer hat gebounced? Ihre Oberweite eben, als sie sich gedreht hat. Ach so, ich dachte jetzt, wie kann bei Ayaka was bouncen? Die hat doch einen Brustpanzer. Der Brustpanzer bounced trotzdem. Genauso wie bei Noelle, die trägt auch eine Rüstung. Hm. Where should I begin? Ja, klar, ah, yes. That. Nothing slips by you. To be honest, I felt a little apprehensive when I first heard that everyone wanted me to be the Archon's emissary. Warte. Ja? I wanted to ask you if you can continue the Kamisato bloodline with me and my brother. Was? Was? Only with me. Bruder kann weit zugucken. Das ist so ein Ding. Ja, so macht man das. Ja, Game of Thrones. Das ist schon ein Zuma-Ding. Mach dir keine Sorgen darüber. Game of Thrones mäßig, ja. Warum hat das Kind weiße Haare? Ich weiß es nicht. Nicht wahr, Eike? Es ist zu schlimm. Hier mal ein Bild von was Eva macht, sobald er seine Schwester gerettet hat. Aber es ist jugendfrei. Die Wirkung des gleichwertigen Austauschs. Ah ja. Ach das, ja, stimmt, ich erinnere mich. I've been making public appearances ever since I was a child, but this is the first time I've ever acted as the ambassador for such an event. Not to mention wearing an extravagant outfit while participating in combat. In the past, only the most skilled swordsmen of a reputable clan in Inazuma were qualified to be the Archon's emissary. I'm afraid my skills can't even begin to compare to theirs. I was worried that I might not be up to the task, so I wanted to write to you and ask for your advice at that time. Ach, du kommst doch jedes Mal zu mir kommen. Zum Reden, meine ich. Ja, komm in meine Teekanne. Kannst mit Yuimiya. Yuimiya macht auch Urlaub bei mir. Da ist Platz für jeden. Was war das denn jetzt? Achso, Wer sich jetzt fragt, ob er sich anspielt, natürlich den berühmten, köstlich leckeren Hentai von Yuimiya's Vacation. Dafür hast du überhaupt erwähnt? Wir zeigen kein Bild, insofern. Ja, und wir sind ja auch kein YouTube-Partner, also können wir auch seine Sachen... Doch, wir zeigen ein Bild, aber nicht mit den Fancy-Bits. Mhm. Ja, Sachen sagen, ja. Corona! So. Terrorismus oder was gab's noch für Sachen, die man nicht sagen darf, man rauspiepen muss. Yes, I know. But that's probably why I didn't send the letter in the end. You've helped me many times before, and you've always lent me your ear when I speak about my troubles. But if I'm always turning to you for help, it almost feels like you're somehow besting me. Ah, das ist doch ein bisschen übertrieben, oder? Is it strange for a friend to think that way? Freund? Wir sind nur Freunde? Thank you. I was really delighted to learn that you also entered the competition. Weil sie immer so an uns hängt, nicht wahr? Und mit uns auf ein Date gegangen sind. Meinst du das, Eike, ja? Sie hat einen schweren Crush auf dem Traveler. Hey, Ayaka! Uh-huh. What were you two chatting about? Und was hat sie jetzt gerade da hinten gezeigt? Guck mal, da, eine Fackel. Wow! I was just saying that it's delightful to have the Traveler join the competition. Given his reputation in Inazuma, the competition is sure to be even more exciting. Was für ein Blitzen? Auf dem lila Dach da hinten hat es eben gerade geblitzt. Könnte ein Effektfehler, oder wie das heißt, sein. Yep, having the Traveler join will definitely heat things up a little. Paimon's right. I look forward to seeing you perform.
Nachdem ihr euch eine Zeit entlang in der Gegend umgesehen habt, verlasst ihr die Arena. It's getting late and Miss Chisato and I must return now. The two of you should have a good rest for the next couple days. I'll see you on the day of the competition. Ja, wir haben auch sehr lange geredet. Es ist ja inzwischen dunkel geworden. Thanks, you two. Will do. See you on the day of the competition. Yeah, warte 2 Tage. Okay. Nein, können wir vorstellen, nicht wahr, Eike? Richtig. Ja, oh, scheiße, was machen wir denn jetzt? Ein Schnitt. Ja. Machen wir einen Schnitt und dann sehen wir uns nächsten Mal. Wenn schon wieder 40 Minuten. Scheiße! Ich dachte, es geht nur 20 Minuten oder so. Na ja, gut.